Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Das Event Eisspektakel hat begonnen. Und es gab tatsächlich Überraschungen. Sehr interessant. Es tauchen andere Pokémon in der Wildnis auf. Davon war nie die Rede. Aber ich hatte ja zumindest mal gehofft, dass Haspiror öfter auftaucht. Und ja, tut es. Nicht gerade selten, wie man auch im Gameplay vielleicht sehen kann. Wir sehen aber auch Owei und die Weiterentwicklung. Also ich habe schon einige Vatis gesehen. Oh, sorry, einige Vati gesehen. Und habe ich gerade Owei und Vati zusammengetan? Ach je. Nein, natürlich Owei und Kokowei. Auch Kokowei habe ich auch schon eins gefangen. Voltilam und Vati. Und anscheinend Pummeluff und Knuddeluff. Nur habe ich bisher noch kein Pummeluff oder Knuddeluff bei mir gesehen. Kann aber sein, dass das in anderen Biomen tatsächlich der Fall ist. Es gibt ein neues Shiny im Ei. Einfach mal so ein neues Shiny. Also, einfach mal so. Eigentlich ist es cool, weil es ist Fluffeluff. Das heißt, quasi alle Baby-Pokémon außer Rabauts sind jetzt in Shiny verfügbar. Dadurch wird das 7-Kilometer-Eier ausbrüten immer noch eine schöne Shiny-Jagd. Es gibt ja Feldforschungen zu diesem Event und naja, ich muss sagen, wirklich gefallen tun mir die Aufgaben nicht. Brüte ein Ei, Haspiror. Okay, damit können wir noch leben. Schließlich ist ein Haspiror in der Wildnis lang nicht so schnell in Shiny verfügbar wie in einer Feldforschung. Das haben sie gut gemacht. Ist natürlich blöd, dass man dafür ein Ei ausbrüten muss, aber theoretisch geht das schnell, wenn man ein 2-Kilometer-Ei bekommt. Ich bin gespannt, wie viele 2-Kilometer-Eier ich denn bekomme, wenn ich dann die Pokestops drehe. Ich werde auf jeden Fall heute erstmal meine 10-Kilometer-Eier ausbrüten. Dafür musste ich mir natürlich auch die Box kaufen. Dazu kommen wir später. Brüte 3 Eier aus. Azumarill. Okay. Also erstens, okay, es ist eine Weiterentwicklung. Nichts gegen Weiterentwicklungen. Ich empfinde Weiterentwicklungen in Feldforschung ist eine ganz tolle Sache. Aber für das aktuelle Event irgendwie unbrauchbar. Merkwürdig. Sieht vielleicht aus wie ein Hase, haben sie deswegen wahrscheinlich genommen. Lange Ohren. Ein blauer Hase, ja geil. Aber es gibt es nicht in Shiny und deswegen ist es zum Teil sehr blöd. Brüte 5 Eier aus Shanaira. Ist nicht euer Ernst. Das gab es doch jetzt schon die ganze Zeit, oder nicht? Ich meine schon. Also die Feldforschung gibt es doch schon ewig. Also dass die... Dass da nichts anderes rauskommt, finde ich ein bisschen, naja. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie gestern schon gesagt, gibt es auch neue Boxen im Shop. Leider habe ich vergessen, die vorherige Hyperbox zu kaufen. Das hätte ich unbedingt machen sollen, weil das war wirklich sehr gut austariert. Erstens, weil auch keine Glückseier drin waren. Die alte Box, 10 Pässe, 10 Brutmaschinen, 4 Sternstücke und 4-mal Rauch. Die war so genial eigentlich. Und jetzt gibt es 15 Pässe. Okay, gegen 15 Pässe sagen wir mal nichts. Allein die überschreiten schon den Preis der Box. Dann gibt es noch 7 Brutmaschinen obendrauf, 4 Sternstücke und 4 Glückseier. Klar, die Ersparnis ist hier bei 55,2%. Dennoch... Warum 7 Brutmaschinen? Hallo? Das macht doch richtig wenig Sinn. Ich musste mir eine extra Brutmaschine kaufen, weil die in der Box eine Brutmaschine zu wenig drin ist. Ah, also ehrlich. Naja, egal. Hier ist übrigens mein Pokédex-Eintrag von Haspiror. Ich hoffe, ich vergesse es nicht am Ende des Events, euch diesen wieder zu zeigen. Im Endeffekt habt ihr alle Haspiror, die ich zuvor gefangen habe, bevor ich diesen Eintrag gemacht habe, alle gesehen. Dann gibt es noch die Abenteuerbox im Shop. Da sind 14 Superbrutmaschinen, 4 Sternstücke, 3 normale Brutmaschinen und 4 Glückseier drin. Die Ersparnis ist auch um die 55%. Also die 14 Superbrutmaschinen sind natürlich klasse, aber ich sehe es nicht ein, 2 große Boxen zu kaufen, nur weil ich Pässe und Brutmaschinen haben möchte. Ja, deswegen, ich hätte die andere Box kaufen sollen, aber naja.
vergessen, aber ich habe jetzt 22 Euro in meinen Pokémon Go Account investiert, um überhaupt die Box kaufen zu können. Plus eine Brutmaschine und ja, mal sehen, was ich mit dem Rest der Münzen noch so anstelle. Die nächsten Ziele waren ein bestimmter Mantel, den ich eventuell nicht schaffe, noch zu kaufen, bevor es wieder Sommer wird. Also lassen wir das mal. Das kommt irgendwann dieses Jahr. Niantic hat etwas Interessantes getweetet. So wie es aussieht, möchten sie die Buddy Challenge noch eine Stufe erhöhen. In dem Sinne, dass ihr eure Geschichte zu eurem Buddy-Pokémon erzählt. Und ich hatte euch ja gesagt, klar, also vor allem, ihr solltet auch den Namen von eurem Buddy-Pokémon nennen. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Nicht jeder hat irgendwelche Spitznamen für seine Pokémon vielleicht. Naja, dann heißt halt meins einfach nur Mew. Und dann werde ich dazu erzählen, warum Mew ein ganz besonderes Pokémon ist. Weil es ist ja nicht mein Buddy, aber ich bin der Meinung, das hätte eigentlich Lieblings-Pokémon-Challenge heißen müssen, weil es einfach viel cooler passt. Genau. Warum ich nochmal der Meinung war, wiederhole ich gerne nochmal. Es ist einfach so, dass viele von uns einen Buddy haben, der nicht wirklich eine Bedeutung hat, sondern einfach nur, weil man Bonbons sammeln will. Und das wird zumindest mal so lange der Fall sein, bis man genügend Bonbons hat. Und dann überlegt man sich vielleicht was anderes. Aber ich hatte bisher noch nie einen Buddy, der mir emotional was bedeutet, sondern einfach nur, weil ich die Bonbons gebraucht habe. Daher macht diese Challenge für mich an sich keinen Sinn. Vielleicht für andere, ja, andere haben vielleicht tatsächlich ihr Lieblings-Pokémon als Buddy, aber bei mir ist es halt leider nicht so. Ich war eigentlich auch so weit, dass ich eigentlich gedacht habe, ich werde sogar drei unterschiedliche Pokémon zur Auswahl oder ja doch zur Auswahl stellen. Nur neben New wird es dann schon ein bisschen schwierig. Da hätte ich tatsächlich eher so auf Kreativität gelegt. Habe euch ja gestern mal so ein paar Beispiele genannt, was man denn vielleicht machen könnte. Ein kleines Beispiel, Cosplay. In Richtung Cosplay. Etwas anziehen, das ungefähr so ähnlich aussieht wie ein Pokémon und das passende Pokémon direkt nebendran, damit man weiß, ah ja, die passen definitiv zusammen. Sogar im Partnerlook unterwegs. Ich finde, Partnerlook ist definitiv eine interessante Sache, die man machen könnte. Aber klar, dadurch, dass ich mir jetzt auch noch eine Geschichte ausdenken muss, ist es natürlich etwas schwierig. Rayquaza stelle ich mir zum Beispiel auch sehr schön vor, weil ich grün mag. Genauso wie Psyana. Aber ja. Mal sehen, was ich daraus machen werde. Ich finde es übrigens mega klasse, dass sie tatsächlich doch daraus noch einen Spawn-Event gemacht haben. Vor allem, weil es so wenig Pokémon sind. Und vor allem, weil es auch Weiterentwicklungen sind. Weiterentwicklungen geben mehr Sternstaub und das ist eine tolle Sache, auf jeden Fall. Klar, Samstag, nicht vergessen, Samstag und Sonntag ist eher Safari-Zone. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass Potrot nicht allzu selten ist, weil das Shiny ist definitiv am schwersten zu bekommen. Haspiroar, gut, wenn man das jetzt nicht bekommt, ich denke, danach ist auch noch eine Chance, auch wenn ich Radfatz immer noch nicht habe. Oder Taubsi? Vielleicht nochmal eine Zusatzinfo, was Niantic in diesem Tweet geschrieben hat, ist, dass halt einfach etwas genauer drauf geschaut wird, wenn da eine Geschichte dabei ist. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass sich die Einreichung, der Vorschlag, wie man das auch immer jetzt gerade nennen mag, dass sich das halt genauer angeguckt wird. Und das erhöht einem dann quasi auch die Chance, da mitzuwirken, weil wir nicht zu vergessen, man kann schließlich eine Reise und das Ticket für eine Safari-Zone gewinnen. Ist ja wohl klar, dass ich dafür USA oder Asien auswählen würde. Aber gut,
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut in der Videobeschreibung und bei Poketen vorbei. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren oder auf Twitter folgen. Und bis zum nächsten Mal. Patsch.